Sé que contigo mi alma se desahogó. Solo con esa mirada el fuego se conectó. Sabes que adoro, que no solo es un amor, es como un cuento de hadas que Disney nos regaló. Cuando nos acariciamos, sabes bien lo que pienso, besando tus labios y tocándonos lento, sentirte en mis labios, tú y yo pecho a pecho, más dulce que el sabor de tu miel. So, meine Lieben, ich muss jetzt mit dem Handy aufnehmen, weil meine Kamera alle ist. Wir sind jetzt hier in Kavala. Da oben ist diese türkische, also es ist sehr türkisch angehaucht hier, weil früher war das türkisch besetzt. Und das ist hier, wie ihr seht, eine Burg gewesen, eine ganz lange Mauer. Da oben ist die Burg. Ich weiß nicht mehr von wem. Ich wusste nicht mehr, wie der hieß. Das ist richtig schön da oben. Aber wir gehen jetzt nicht da hoch, weil... Das ist jetzt, wenn man zu Fuß da hoch will, ist es zu weit. Und mit dem Auto, das ist so ganz eng, kommt man kaum durch. Traue ich mich nicht. Die Straßen hier in Kavala, die sind wirklich eng und ganz steil. Ich frage mich, wie die da ihre Autos parken. Das ist, vielleicht habt ihr es ja gesehen bei der Hinfahrt. Boah Leute, ich bin so richtig grau geworden. Ich habe irgendwie auch keine Lust, meinen Ansatz zu färben. Jetzt haben wir gerade, wie gesagt, hier geparkt. Weil man findet sonst überhaupt keinen Parkplatz. Ein Auto ist auf dem anderen drauf geparkt. So sieht es hier aus. Das ist der Hafen. Von hier aus kann man auch zu vielen griechischen Inseln fahren mit der Fähre. Und ich zeige euch gleich mal, wie schön das alles hier aussieht. Das ist traumhaft schön. Hier kann man die Burg besser erkennen. Der Hafen ist schön. Und da hinten, ganz hinten... Seht ihr vielleicht schon das Riesenrad? Da wollen wir hin. Da ist dieser etwas größere Luna Park. Das ist das schön am Meer, so richtig schön ruhig. Ja, schön ruhig. Aber sonst so. Und es ist noch so warm. Es ist so traumhaft warm. So, ich drehe euch jetzt mal um. So, wir sind jetzt hier im Luna Park angekommen. So schaut's hier aus. Und jetzt kann sich der Alexandro hier austoben. No sé qué tú ves en mí, mi amor. Ya no dejes de mirarme, que ya me gusta quién soy. Contigo me siento en control. Eres el balance en este mundo poco humor. Se volvió ese chico que hablo en mis canciones. Esas madrugadas que hermosas conversaciones. Yeah.
siga diciendo que no ven. Que no ven. Esto sea duradero, que sea algo sincero. Que un perro no cambia y eso es lo que es él. Pero tú lo viste, mi amor. Tú eres mi mejor versión. Tú hiciste lo que nadie quería. Ser inspo para mis poesías. Siento que tú solo sabes. Si pico con par de maldades. Pero sinceridad. So, wir sind jetzt hier im Markt. Exakt, das ist dieser türkische Markt. Ja, und hier gibt es alles an Sachen, an Essenssachen, an Tees, an Kräuter, an gefälschte Plagiate. Ja, ich habe jetzt auch schon was gekauft und es sind gefühlt 50 Grad. Guck mal, 5 Euro Nike-Sachen. Läuft hier, ne? Wo ist mein Kind? Wo ist Heiko? Keine Ahnung, wir stehen da irgendwo. Und es ist echt heiß, es ist echt heiß. Ich will mal hier ein bisschen rum. Ich meine, ich finde es ja noch ganz gut, wenn das hier drauf genäht ist. Aber wenn das draufgeklebt ist, dann geht das beim Waschen. Beim Waschen geht das dann ab. So, ich habe jetzt gerade für 8 Euro Calvin Klein Unterhosen geholt. Dry Strings. Und die hier kosten jetzt 3 Euro. Hier kriegst du alles, ne? 1 Euro, schreit der. Hier gibt es 3 Euro Schuhe. 3 Euro. Hier kannst du dich echt dämlich kaufen bei den Pausen. 5 Euro die Taschen. Es ist so heiß. Ich habe letztes Jahr habe ich schöne Handtücher geholt mit Gucci drauf. Die haben gut gehalten. Also kann ich nicht meckern. Aber ich finde die ja so schön, ne? Aber es geht alles ab beim Waschen, dieses Plastikzeugs vorne. Es ist so heiß. Also wenn ihr mal hier seid oder wenn ihr mal generell in Griechenland seid, dann ist die ja unbedingt auf dem Markt. 3 Euro hier. Badezimmer ist auch voll schön. Ihr müsst unbedingt zu einem griechischen Markt. Und das ist hier halt so ein türkisch-griechischer Markt. Deswegen, der ist riesig. Der ist total groß. Wir sind jetzt 45 Kilometer gefahren. Und hier gibt es einfach alles zu super günstigen Preisen. Ich zeige euch gleich zu Hause, was ich alles geholt habe. So, hier gibt es jetzt. Sultanina. 2 Euro τα κονιδία τα πίνω, έτσι. Hier gibt es jetzt Essenssachen, Gemüse, Obst. Άσε να κάνει κανένα φαΐ. Άσε τα μακαρόνια. Hier gibt es Honig. Honig. Where are you from? Germany. Germany. Και από πόσο χρόνο πρέπει να βάλουμε μωρό και μωράκι που θέλω. Για πολύ μωράκι. 7 χρονών. Μωράκι. Μ' αρέσει πολύ και μωράκι. Και 2 φορές την ημέρα. Και πώς το κάνουν αυτό. Αυτό σου γλυφίδα. Θα βουτάσουν το λιπίδα και το δίνεις κάθε πρωί, free fight. Είναι καλό, ναι. Θα το πάρει. Πόσο έχει πάει. Αυτό έχει 20 ευρώ. Είναι so heiß, Leute. Ich glaube, das ist so. Man könnte sich direkt auf den Boden legen und schlafen, so heiß ist das. Was sind meine Ketten los? Wo sind die hin? Irgendwo hier. Ja, wir sind jetzt hier auf einem Spielplatz.
haben uns gerade noch was zu trinken geholt. Kurze Erfrischung. Ich habe für Alexandro vorhin, vielleicht kennt ihr das vom Honig. In Griechenland heißt das Vasilikos Poltos, das ist von der Bienenkönigin. Ich glaube, das heißt auf Englisch Royal Gelee. Das ist dieses von dieser Bienenkönigin. Das soll sehr, sehr gut sein für Kinder. Das muss man mit einem Zahnstocher ganz wenig auf die Spitze nehmen und dem Kind jeden Morgen einmal geben. 3 Wochen lang, 1 Woche Pause und dann wieder weiter. Das war auch teuer. Ist aber dafür da, dass das Kind gut wächst. Das ist für Wachstum, dass es stärker wird. Es ist gut für die Konzentration. Ja, und wenn du diesen Honig nimmst, wirst du noch stärker. Das ist so ein kleines Fläschchen, aber wie gesagt, nur in ganz kleinen Portionen geben. Ja. So, Leute, ich bin so grau, aber ich habe voll keine Lust, mir den Ansatz zu färben. Weil, wenn ich ins Meer gehe, das wird dann wieder weggehen wahrscheinlich. So, ich fange mal hier mit diesem Gelee Royal an, das ich für Alexandro gekauft habe. Wie gesagt, einmal am Tag mit dem Zahnstocher ein bisschen was geben. Bin mal gespannt, wie sich das auf ihn auswirkt. Dann habe ich hier 2 T-Shirts mitgenommen. Ist natürlich alles gefälscht, ne? Aber ich fand die ganz schön. Einmal von Emporio Armani. Hier steht das nochmal. Ja, wenn man ein T-Shirt gekauft hätte, 10 Euro. Ich habe jetzt 2 gekauft, noch eins von Michael Kors. Habe ich 15 Euro für beide bezahlt. So, dann habe ich hier ein Bikini für 8 Euro gekauft. So in Weiß, fand ich ganz schön. Ich hoffe, der passt mir. So, ziehe ich auch gleich mal an, dann könnt ihr das mal sehen. Und dann habe ich 3 Calvin Klein Springs mitgenommen. Was denkt ihr, was ich dafür bezahlt habe? Ist natürlich auch nicht echt, aber trotzdem 8 Euro. So, und dann habe ich für 8 Euro noch Pantoffeln mitgenommen. Die fand ich richtig süß. Guckt mal, sind die nicht mega süß? Und hier in Griechenland ist dieses Plateau jetzt so in. Ich weiß nicht, wie es jetzt in Deutschland ist. Die habe ich in 39 geholt. Ich ziehe die mal an. Schön, oder? Hey, Lieben, wir haben jetzt 16 Uhr. Ich bin im Apartment. Ich habe jetzt mit Heiko alle Kartons hier rüber getragen. Und jetzt muss ich hier einmal klar Schiff machen. Wir sind jetzt hier soweit fertig. Ich habe jetzt die letzten Gläser noch in die Spülmaschine geschmissen, damit wir die einpacken. Und dann sind wir soweit im Haus und im Apartment fertig. Ich mache jetzt hier nur einmal klar Schiff, dass hier alles schön aufgeräumt aussieht. Und dann muss ich die Tage nochmal rüber zur Garage mit Heiko. Und dann machen wir dort noch den Rest und dann war es das auch. Dann sind wir fertig. Ja, es regnet gerade. Heiko und Alexandro sind zum Strand gefahren. Ist aber nicht schlimm, das ist total angenehm gerade. Es donnert, aber ich hoffe, es gewittert gleich nicht. Es ist echt angenehm gerade. Es war nämlich mega heiß wieder. Und ja, diese Abkühlung tut jetzt echt gut. Ja, wie gesagt, ich mache jetzt hier im Apartment fertig. Und dann um 5:30 müssen wir zu Papas Grab. Da kommt der Pastor und dann liest er nochmal so ein Gebet vor für meinen Vater. Und dann ist jemand aus der Familie gestorben und meine Mama geht dann zum Kaffee trinken dahin. Ja, und morgen wollten wir nach Tassos. Also Heiko, Alexandro und ich. Und dann wollten wir 2 Quads leihen. Ich bin noch nie Quad gefahren, immer nur hinten drauf. Alexandro fährt bei Heiko dann mit und ich fahre selber ein Quad. Muss mal eben das Ding runter machen. Ach scheiße, hier ist dieser Hebel, dieser Griff ist ab. Und Moment, ich krieg die Tür nicht auf. Muss mal eben mit beiden Händen. Ja, morgen wollten wir, wie gesagt, nach Tassos. Und da werde ich alleine mit einem Quad fahren. Ja, dann bin ich mal gespannt.
wie ich das so schaffe. Alleine. Habe ich nämlich noch nie gemacht. Okay. Ja, ist richtig am Regnen. Schön. Für die Abkühlung. Richtig schön. Regen. Ja, der Boden riecht richtig. Es riecht voll so verbrannt. Tut echt gut gerade. So, weitermachen. So, wir haben jetzt unsere Tickets. 10 Euro haben wir bezahlt, 2 Erwachsene, ein Kind. Das ist jetzt unsere Fähre. Papa hat 50 Euro bezahlt. Wir müssen jetzt erstmal die Autos ausladen bzw. ausfahren. Die Leute und dann können wir einsteigen. Guck mal, jetzt wird hier auch noch Fieber gemessen. Boah, diese Griechen, ne? Wie in Amerika oder wie im Apple Store in Oberhausen. Let's go. Okay, kein Fieber. Be wrapped around your arms instead of being lonely. We could be gazing at the stars, but now it feels just like I wandered off into a room and closed the door behind me. I never gave the key to you, even though I wanted to. I should be trying something new, but now my body's aching. I'm tired of dwelling in the dark, it's just that my heart can't take it. I didn't know what it would cost me when I let you go. I feel alone, and I'm just singing, it should have been you. Another time, another place, I just know, it could have been you. What a crime and what a shame to let go. Sind wir auf Tassos, meine Heimat. Für mich ist Tassos meine Heimat. Nicht bei mir zu Hause im Dorf, nicht woanders. Das ist meine Heimat. Ich liebe Tassos. Ich habe ja hier 2 Jahre gearbeitet. Manche wissen das ja, die mich länger verfolgen. Die neu dazugekommen sind, wissen das wahrscheinlich nicht. Ich habe hier in einem Hotel gearbeitet, ein Jahr an der Rezeption. Das zweite Jahr habe ich Public Relations gemacht. So. Wir mieten jetzt einen Quad und ein, was ist denn jetzt der Gregator? Buggy. Okay, also wir mieten jetzt einen Buggy und einen Quad hier bei Mike's Bikes in die Männers. Wir mieten jedes Mal von hier das hier. Das ist die Kerze. Die Mama fährt jetzt mit dem Helmet. Quad. Helmet, we need only for Quad. For this one, you don't need helmet. And now, I will explain you both of them and we are ready. Okay. So. The quad please first. You drive that. Das ist mein Quad. Ich bin jetzt ready. Mein Quad. Ich bin mal gespannt, ob ich das schaffe. Ella quiere más de lo que vamos a hacer en París andaré. Julia, baila un poquito más, acércate a mí, mamá, que vamos a hacerlo una vez más. Ella baila pero no dice nada, su booty lo expresaba con perreíto y con dembow. Saben que ha sido la estrella dándole al reggaetón, ton, ton, ya. Y empieza el flow, esta es la nueva era pero baila todo. Baila una de Maluma y Tego Calderón. La nena está bien puesta pa' cualquier canción. Wird gerade unser Buggy ausgetauscht. Da hinten.
sind jetzt hier am Strand in Mariés, Aquapark Mariés heißt das. Ich drehe euch mal kurz um. Ich muss auch mal eben gucken, wo mein Kind ist. Da drin. Okay, gut. Ja, wir hatten nämlich gerade ein Fauxpas. Der Strandbuggy ist nämlich alle 3 Minuten ausgegangen. Und man konnte nicht mehr weiterfahren. Und jetzt sind die innerhalb von 10 Minuten gekommen, also super Service. Und haben den ausgetauscht. Jetzt haben wir einen neuen Buggy. Sehr gut. So, mein Kind ist im Wasser. Jetzt muss ich hier mal fragen, ob das Geld kostet. Hier diese... wo ist das denn? Diese Insel, wo man drauf kann. Das kostet bestimmt was. Muss ich mal eben jemanden finden zum Fragen. In Deutschland würde die nicht 2 Minuten da stehen, die würden die direkt wegmachen. Boah, das ist aber eine schöne Kulisse. So, wir fahren jetzt rüber mit der Fähre nach Tassos. Hier gehen wir ja immer schwimmen. Und das ist Tassos. Das ist ganz nah bei uns. Da geht's jetzt hin.